Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Let's Go Evoli. Wir sind dabei mit der nächsten Arena und die steht uns jetzt als nächstes ins Haus. Und zwar wollen wir heute Pyro herausfordern. Wir haben ja jetzt den Geheimschlüssel. Wir können ja jetzt. Howdy, zukünftiger Champ. Wie steht's? Wie geht's? In dieser. Warte mal, kommen wir gleich zur Frage Nummer 1. Ich hätte doch nicht Pyro. Dein Einsatz kommt ein bisschen später. Okay. Ah, jetzt habe ich den Faden verloren. Ach ja. Bei dem Herrn, den du gerade gesehen hast, handelt es sich um Pyro, den Arena-Leiter hier. Ja, auf der Zinnoberinsel. Seid ihr Zeichen Meister im Umgang mit Feuer-Pokémon. Dass du es hierher geschafft hast, bedeutet wohl, dass du den Geheimschlüssel ergattert hast. Damit hast du das erste Rätsel gelöst und dir verdient, in diese Arena antreten zu dürfen. Aber Vorsicht, hier gelten andere Regeln. Im Kämpfen musst du nämlich auch noch einige knifflige Quizfragen beantworten. Na gut, dann viel Spaß und verbrenne dir nicht die Finger. Pyro lässt sich jede Menge einfallen, damit uns Forscher, die auf der Enzino-Insel nicht die Decke auf den Kopf fällt. Na, bist du bereit? Ja klar, gut, dann schau dich mal rüber. Willkommen beim Pokémon-Quiz, live hier aus der Arena der Zinnoberinsel. Mein Kandidat muss insgesamt 5 Fragen im Rad heiße Fragen beantworten. Für jede korrekte Antwort erhält man eine Pyro-Puppe. Jeder Kandidat mit so einem Fall jedoch daneben muss ja gegen einen meiner Schüler an alles waschechte Trainer zum Kampf antreten. Leider beim Kräftemessen waren, bekommt er trotzdem eine Pyro-Puppe. Aber es meinem Kandidaten wohl gelingt, alle 5 Puppen in seinen Besitz zu bringen. Kommen wir mal zur Frage Nummer 1. Welches Pokémon gehört der Kategorie Brenner? Ja, die Antwort, eigentlich richtige Antwort ist Magma. Aber, weil wir ja kämpfen wollen und auch die Level-EP brauchen, antworten wir mit Absicht falsch. Es ist Vulcano. Der Kandidat hat seine Antwort gegeben. Doch, liegt ihr damit auch richtig? Ja, leider nein, so ein Pech aber auch. Man kann es drehen und wenden, wie man will, aber deine Antwort bleibt leider falsch. Zur Strafe musst du nun gegen einen meiner Schüler antreten. Was glaubst du, wie heiß der Feueratem eines Pokémon werden kann? Ein Tüftler. Oder mit einem Suffexo. So, jetzt sollten wir eigentlich mit unserem Kabutops einen ordentlichen Schritt im Vorurteil sein. Und zwar im doppelten Sinne, weil eigentlich wird ein Feuertag nicht allzu viel anhaben können. Also drauf mit Steinhagel. Oh, tschüss, Glutexo. Um auf meine Frage zurückzukommen. Die Antwort lautet sehr heiß. Denn der in der Luft enthaltene Sauerstoff. Bla, bla, bla. Okay. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Zur Belohnung gibt es eine Pyro-Puppe für dich. Sehr schön. Weiter im Text mit der Frage Nummer 2. Wie viele von der Pokémon-Liga anerkannte Orden gibt es? Die richtige Antwort wäre uns die zweite Antwort 8, aber wir beantworten weiterhin falsch. Der Kandidat hat seine nächste Antwort gegeben, doch liegt er diesmal richtig? Leider nein, du hast schon wieder falsch geantwortet. Man kann es immer noch drehen und wenden, wie man will, aber deine Antwort bleibt auch falsch. Zur Strafe musst du nun schon wieder kämpfen. Früher war ich ein Dieb und hab allerlei krumme Dinger gedreht. Aber hier auf der Zinnoberinsel habe ich auf dem rechten Fahrzeug gefunden. Okay. Die Ralf. Bologna. Ich hatte auch eine Weile noch eins, aber. Ich habe nur noch ja ausgetauscht. So, okay. Dann greife an mit Steinagel. Ich guck hier rein, aber das ist ja nicht. Unser Kaputt nicht allzu weh. Sondern wir zerlegen es mit dem Steinhagel. Tschüss, Bologna. Ich ergebe mich. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Zur Belohnung gibt es eine weitere Pyro-Puppe für dich. Du hast noch einige Fragen vor dir. Und zwar 3 Stück insgesamt. Kommen wir also erstmal zu Nummer 2. Eigentlich ist es Nummer 3. Okay.
Pyro, ich möchte mich auch nur gerne, aber wir sind schon bei der dritten Frage. Das habe ich doch gesagt, Mann. Kommen wir also gleich zur Frage Nummer 3. Setzt ein Pokémon einen Attacker vom Typ Stahl ein gegen Feuer-Pokémon, dann ist sie eigentlich nicht sehr effektiv, aber wir sagen natürlich, sie ist effektiv. Der Kandidat, die hat die nächste Antwort gegeben. Doch, liegt ja damit diesmal richtig. Ach Mann, du Loser, du antwortest ja alles falsch. Jetzt musst du ja schon wieder kämpfen. Weißt du, wer aus Pyro ein Pokémon-Trainer geworden ist? Du wirst es mir wahrscheinlich wieder im Kampf sagen. Na gut. Levin. Deine Magma. Steinhagel. Es geht auf den Fußball, das ist schneller als wir. Ich muss durchkommen mit der Attacke. Flammenwurf sollte eigentlich ziemlich halbiert sein. Hör mal auf jetzt. Okay, das hat gelesen, das ist das Problem oder Scheiße. Ey, hallo? Sag mal, kannst du... Du hast es dreimal nicht ineinander geschlagen. Ja, super. Ja, im vierten Versuch macht das erst. Dafür kriegst du die Steine ohne Ende und damit bist du schon kaputt, Wagner. Erledigt. Jetzt kommen wir ohne Probleme durch, eigentlich. Das war jetzt das erste Pokémon, was ein bisschen Probleme gemacht hat. Pyro hat er sich in den Berg verlaufen, als überall feuriges Pokémon erschien. Mit seinen gleißenden Flammen hat es die dunklen Bergpfade erleuchtet und ihn so gerettet. Das war eine beeindruckende Vorstellung. Zum Belohnung gibt es eine weitere Pyropuppe für dich. Das läuft ja wie am Schnürchen. Unser Kandidat hat sich damit sage und schreibe drei Pyropuppen erkämpft. Bravo. Frage 4 steht schon in den Startlöchern. Enthält die Attacke die T28 Hyper Mega Superstrahl? Auf jeden Fall, klar. Eigentlich nein. Der Kandidat hat deine Antwort gegeben. Liegt der damit diesmal mal richtig? Du Pfeife, du kannst ja gar nichts. Schon wieder falsch. Kämpfe nochmal. Ich war schon viel Pokémon da reden, doch diese mag ich am liebsten. Problem, ich habe nicht mal die Zeit, man hat mein Kabutops ein bisschen zu heilen, weil ich direkt in die Quizfragen geworfen werde. Aber das ist ja reizend. Ich hoffe, dass ich den vorigen Arena-Kämpfen mal kämpfen kann. So, erstmal dieses Vokado hier hoffentlich platt machen. Wir machen es anders hier als jetzt im Kampf. Ich habe ja meinen Top-Trick gekauft. So, einfach kurz das Kabutops hochrollen. Das ist mir sonst zu heiß. 19 KP, weiß ich nicht, weiß ja nicht, was danach kommt. Kann sein, dass ein Arcadia danach kommt. Ah, und 11 KP wäre es gewesen. So, jetzt erstmal dieses Vokalo aus dem Rennen nehmen. So, nächste Pokémon. Okay, Galoppa hat er. Jetzt auf Arcani gegangen. Aber Arcani hat wahrscheinlich Pyro. Aua. Und bis jetzt grillen wir so mit dem Steinhagel alle im ersten Durchgang. So. Gut, wer ist besiegt? Das war eine beeindruckende Vorstellung. Zum Belohnung gibt es eine Pyropuppe für dich. Ja, 4 Pyropuppen hast du schon, das heißt... Die 5. und letzte Frage wartet auf dich. Wer würde dich im Anschluss an diese Frage zu einem Kampf herausfordern? Ein älterer Herr mit Bart. Der Kandidat hat seine Antwort gegeben. Doch liegt er damit richtig? Goldrichtig, um genau zu sein. Ein Volltreffer. Immerhin eine Frage.
hast jetzt also alle 5 Pyro-Puppen gesichert. Das bedeutet, es ist Zeit, mit mir aufzunehmen. Ich bin Pyro, der Arena-Leiter der Zinnoberinsel und mit dem unbändig lodernden Feuer im Herzen. Meine Feuer-Pokémon lassen die Siegesträume meiner Gegner in Flammen aufgehen. Ich hoffe, du hast genug Feuer hier mitgebracht. So, wir fangen an. 4 Pokémon hat er. Sein erstes ist ein Magma, wie damals im Anime. Pikachu kämpfen musste. Gut, jedenfalls haben wir es also den ersten Gegner und wir gehen drauf mit Steinnagel. Und es bleibt dabei tatsächlich, wir kriegen keine Chance wirklich uns komplett mal zu heilen, weil meine Attacken aufzuladen. Das heißt, wir müssen uns irgendwie durchbeißen. Und als erstes kriegen wir wieder diesen Konfu-Strahl von Magma ab. Und ich hoffe, dass wir es diesmal durchkriegen. Diesmal kriegen wir es durch. Und Magma geht schon mal bahnen. So, was haben wir denn als nächstes für dir? Akani, wie erwartet. Gut, dass du noch Galoppa und Mulnona hast. Oder hast du eine große Überraschung für mich? Ich gehe mal auf den Hyperheiler, weil ich muss die Köpfe wieder komplett. Der Verwirrung macht natürlich nicht viel aus. Der ist guter Freund. Ich kann eigentlich das Drachen, danke. Ich glaube nicht, dass es in einem Rutsch down kriegt. Ja, geht nicht. Damit fahrst du schon mit Kabutops. Okay, da müssen wir irgendwie so durchkommen. Ich habe ja noch eine Wahl. Ich habe ja noch einen Mego King. Ich habe ja noch einen Pokémon. Lachbora. Überlebt das nicht so sehr. Wenn ich jetzt schräg habe, ist mit so einem Zug, den ich machen kann. Ja, erstmal den Führer. Okay, dann kann ich es nicht ganz ohne. Aber es reicht fast, um es in Down zu kriegen. Das ist jetzt schon ein Durchbruch. Ich muss es machen, bevor es mir mal die Uhr kriegt aus dem Wetten. Okay, erst Pokémon. Zweites Pokémon Down. So, das nächste Pokémon von ihm ist Galoppa. Die Frage, was hat er als letztes? Hat er Melone oder was hat er noch irgendwie? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ich habe mal so getrennt, dass Initiative als mein Nidoking, also mit schießt der mir mein zweites Pokémon, was einen Typenvorteil hätte aus dem Rennen. Eboli, ich habe doch einen Lupsauger. Ja, ich habe noch was. Ich werde jetzt bewusst bei der Pokémon nicht wieder im Leben sein, das ist jetzt extrem brenzlig, aber eigentlich soll das kein Problem werden. So, drauf auf jeden Fall mit dem Luftsauger. So, tschüss, Mulnona. Galoppa natürlich. So, ein Volltreffer, geil. Tschüss. So, mein letztes. Okay, ist es tatsächlich keine große Überraschung, ist es ein Mulnona. Ja, das Magma habe ich nicht erwartet, aber die anderen drei wusste ich, weil die im Original tatsächlich auch dabei sind. Aber okay, jetzt hauen wir das Mulnona noch schnell weg. Noch nicht ganz. Drei Attacken brauchen wir. Die Frage, was hast du noch in der Hand? Feuersturm. Ah, cool. Eboli, nein. Haha, dankeschön. Super. Ja, deswegen mag ich mal Eboli, weil das kann tatsächlich auch mal ein bisschen. No. Eigentlich kann ich wieder heilen und dann haben wir fast das Voluna-Geschichte down. Okay. Feuersturm. Die Frage ist, was kriegen wir? Flammenblitz oder Feuersturm als TM? Das werden wir dann sehen, wenn wir den Kampf durch haben. Und wir sind jetzt tatsächlich durch. Wir haben den 7. Orden schon in der Tasche, liebe Leute. So schwer war er jetzt nicht, muss ich sagen. Da war ich, fand ich es dann wieder schlimmer. Wurde ja zweimal der Pokémon aus dem Team genommen, aus dem Rennen genommen. Aber naja, mein Feuer ist erloschen. Glückwunsch! Mit deiner feurigen Performance hast du dir den Vulkanorden verdient. Doch das ist noch nicht alles. Zusätzlich überlasse ich dir diese TM. TM 46 Feuersturm. Okay. Die TM 46 enthält die Attacke Feuersturm. Diese Feuerattacken eignen sich hervorragend für Feuer-Pokémon wie du, Texo und Vulpix. Feuersturm ist eine der mächtigsten Attacken von Typ Feuer. Sie vielleicht fragen, warum sie so sonderbar aussieht. Tja, ganz genau kann ich das leider auch nicht sagen.
Ich habe nur gehört, dass es was mit ihrem Herkunftsort zu tun hat. Auch ein Quizmaster wie ich ist nicht allwissend. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben Ort Nummer 7 benannt. Oh, da ist unser Wale. Hey, da bist du ja. Ich dachte mir schon, dass du bald die Arena der Zinnoberinsel erreichen würdest. Hast du gegen Pyro gewonnen? Boah, super geil. Dann hast du Glückwunsch, Mann. Unsere Pokémon-Liga gelangt. Braucht man 8 Orden, ne? Ich habe jetzt bisher 7. Jetzt fehlt nur noch die Arena Vertan der City. Neulich war da dummerweise niemand. Ich nehme an, du hast sie auch noch nie von innen gesehen. Weißt du was? Schau mir jetzt einfach nochmal in Vertan der City vorbei. So. Ich bin tatsächlich auch gespannt, wer es ist. Das muss man mal so lassen. Ich weiß nicht, tatsächlich nicht, was mich da erwartet. So, dann nehmen wir mal kurz in meine Pokémon wieder fit. Mein Kabutops und mein Nidoking. Bevor ich da irgendwie... 5, 6. Das Team ist einfach gut ausbalanciert. Ich bin eigentlich ziemlich happy, was das Team betrifft. Wir haben einige gute Pokémon dabei. Oh Gott, wie viel Level ab? Wir haben gar nicht mehr viel, nicht mehr so viel Level abbekommen, ne, in der Arena jetzt. So, okay, dann gucke ich mal wegen der TM. Sortieren Nummer. Weil ich brauche, ja, für die TM, die Feuersturm-TM, die möchte ich gerne meinem Magma beibringen. Da fällt immer Fußkick raus. Beim Feuer-Pokémon gehört noch eine starke Feuerattacke dabei. So. Okay, ich guck mal, ob wir noch was haben. Ich glaube, das ist gut. Eigentlich. Aber was wollen wir nämlich Nidoking lieber? Dafür fliegt jetzt Toxin aus dem. Ah, Toxiner-Durchbruch. Warte mal, was macht man jetzt eigentlich? Eventuell vergiftet, okay. Ja, doch, dann nehmen wir es raus. Aber wisst ihr, was wir machen? Wir nehmen. Warte mal, habe ich da irgendwas, was ich noch einsetzen kann? Ich habe keine Feenattacke, die ich einsetzen kann, ne? Drachenbitte brauchen wir jetzt gerade nicht, weil er hat ja schon Drachenpuls. Ich gucke gerade aber noch. Ach, früher war Toxin die TM6. Ich jetzt bis weiter unten, ich sehe sie gerade noch nicht. Dach da, Team 27. Weil ich das Kokowai beibringen möchte. Dafür nehme ich jetzt Stampfer aus dem Rennen. Die Frage ist, kann ich drauf. Wenn man Schmarotz sagt, kann das mal ein Pokémon lernen? Gar nicht, ich finde Aura auch nicht. Ich hätte fast erwartet, dass Finster Aura und Schmarotzer zumindest eines von den Psycho-Pokémon könnte. Aber scheinbar nicht. Ich habe noch kein Eishieb, ne? Ich habe noch keine wirkliche Eisattacke drin. Ja, da kriegst du halt Durchbruch raus. Schade, na gut, egal. Ich habe aber noch nicht mal die TM. Warte mal, Durchbruch kriege ich doch bestimmt noch Nido, meinem Dings beigebracht. Genau, Kabutops Kanzlerin statt Schlitzer. Ja, ich muss ein bisschen umbauen teilweise. Ziemlich bewusst so, dass ich jetzt ein bisschen... Ich baue gerade ein bisschen um mein Team. Schlagbohrer hat es drauf. Zahltag kann Raichu lernen, okay. Raichu, Nidokick und Evoli. Na, aber brauchen wir nicht. Das Gedankengut kriegt nur Raichu drauf. Aber wenn ich ehrlich bin, Spezialangriff und Spezialverteidigung gerade bei einem Elektro-Pokémon, das ist gar nicht auch nicht so doof. Dafür nehme ich dann die Rotzokieb raus. So. Und dann denke ich mir mal, sind wir eigentlich relativ gut aufgestellt. Die Frage ist, aber Toxin habe ich jetzt dem Dings beigebracht, ne?
gut, okay. Gucken wir noch, was wir noch Attacken bekommen. Vielleicht kriegen wir ja noch eine gute Attacke da irgendwann. So, auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal zurück nach Britannia City, denn wir wollen ja tatsächlich da den letzten Arena-Kampf. Warte mal, ich komme mal spielen. Liebes Evoli. Nein. Wie geil ist das denn? Gut, okay, kriegen wir mal. Warte mal, ich gebe dir mal eine Beere, mein Freund. Wir haben noch ein paar. Ja. Gut, dann haben wir das auch. Und dann gehen wir mal zurück zur geheime Technik. Dann, ja, ja, ich möchte gerne mit dir zurück nach Britannia City fliegen, mein Freund. Weil das ist die letzte Arena, die uns noch in der... zusammenfällt. Weil heute, für heute sind wir durch. Muss ich sagen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann lüften wir das Geheimnis. Wer der mysteriöse Arena-Leiter von Britannia City ist. Ja, es ist schade, dass halt die beiden Arenen, die beiden letzten Arenen tatsächlich komplett hintereinander kommen. Aber wir müssen es leider so nehmen, wie es ist. Und ändern kann ich es leider nicht. Ja, bis dahin und auf Wiedersehen.